Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde dieses Spiel zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Klingt nach richtig interessantem Fußball. Ich bin sicher, beide haben sich heute viel vorgenommen. Die Kulisse stimmt, die Stimmung ist erstklassig. Alle erhoffen sich ein tolles Spiel und ich bin sicher, wir werden hier heute großartigen Fußball erleben. Mit dieser Aufstellung geht 1860 München ins heutige Spiel. Wenn wir uns die Taktik ansehen, Buschi, dann wird das hier vermutlich eher kein Offensivfestival. Nee, das ist ja eine sehr defensive Ausrichtung. Die wollen sich da wieder hinten einigeln, das können sie gut. Aber spektakulär ist anders. Das ist die Aufstellung des 1. FC Nürnberg. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Machen Sie gut, das kann was werden jetzt. Gutes Tackling. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Das wird Ecke geben. Jetzt der Eckball. Gut gehalten, weiter gefährlich. Macht er gut hier, klasse aufgepasst. Ist hier immer noch am Ball. Hereingabe in die Mitte. Ja, kommt raus, nimmt ihnen trotz der Gefahr den Ball ab. Die einen haben den schlechtesten Sturm, Buschi, die anderen die beste Defensive. Was meinst du? Zeichnet sich da schon ab, wie dieses Spiel hier laufen wird? Ah, ich fürchte fast, dass du recht hast, Wolf. Das ist nicht gerade vielversprechend, aber warten wir es erstmal ab. Vielleicht wachsen ja gerade die... Aber das ist jetzt die Chance. Kein Tor. Das sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Der Ballgewinn von 1860. Dribbelt in die Mitte jetzt. Keine echte Torgefahr. Im Spiel von Sandhausen gibt es einen Treffer. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Sandhausen. Torschütze war Rufen Hennings. Es war ein wunderbarer Kopf. Vielleicht die Führung jetzt. Sie machen das Tor und irgendwie was abzusehen. Ja, sie sind bislang die stärkere Mannschaft, tun mehr für die Partie. Ist eine verdiente Führung. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann dieser wuchtige Schuss, da gibt es am Ende nichts mehr zu halten. Thank you.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Diese Info zum Geschehen auf dem anderen Platz musste leider unterbrochen werden. Torerfolg also für Sandhausen. Neuer Spielstand ist 1:1. Da trennt er ihn fair vom Ball. Das sieht vielversprechend aus. Wartet im Moment. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Riesenchance. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Ecke kommt in die Mitte. Erstmal der Befreiungsschlag. Geht dazwischen und hat den Ball. Chance für den Konter jetzt. Oh, viel Platz jetzt. Gleich gehen wir in die Pause hier in diesem Spiel, in dem die Gäste derzeit knapp hinten sind. Ich glaube, da wird es durchaus lauter werden in der Kabine, denn diese Schwächen, die müssen sie dringend abstellen. Ein Tor hinten und die Mannschaft kann mehr. Sie kann deutlich mehr. Sie zeigt es eben heute bisher noch nicht. Sie müssen ihre Stärken auf den Rasen bringen. Immer noch mit dem Ball. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Könnte eine Chance sein zur Befreiung. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. So, weiter geht's. Wir gehen rein in Durchgang 2. Da ist die Flanke. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke und dann macht er das natürlich super. Lässt den Ball noch kurz aufspringen, nimmt sich die Zeit, macht das ganz ruhig und schließt erstklassig ab. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Daly gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Stark gearbeitet. Moritz Schröter. Jetzt können sie kontern. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Immer noch die Chance. Oh, er ist zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Oh, das könnte was werden. Das ist der Treffer. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht.
Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Ball ist oben, abseits. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Ballverlust. Erstmal Verlat. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Guter Pass jetzt. Er gibt abseits. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Ist hier immer noch am Ball. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Es wird hier einen Wechsel geben. Fünf Minuten, dann ist die reguläre Spielzeit um und das Resultat ist denkbar knapp. Nur ein Tor trennt die beiden Teams. Könnte der Ausgleich werden. Ball geht nicht rein. Was für eine Szene, was für eine Chance, aber nicht das Tor. Der Trainer kann es nicht fassen. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Zwei Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Ja, ja, das ist Abseits. Schlusspfiff, das Ligaspiel ist aus und der Sieg geht heute also an die Auswärtsmannschaft. Sie holen sich hier diesen knappen Sieg in der Liga. Es war ein enges Spiel. Umso größer ist die Freude, dass sie es hier am Ende gepackt haben.